Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Co-op The Binding of Isaac Rebirth mit Dittl und TKB, der anscheinend schon den Charakter Eden ausgesucht hat. Richtig, weil das der letzte ist, der, mit dem wir es noch nicht durchgespielt haben. Alle anderen haben wir. Ah, okay. Na dann legen wir los. So, Eden. Und jetzt Däumchen drücken, dass irgendwas Gutes kommt. Stimmt, denn Eden ist der Random-Charakter. Hoffentlich gibt's mehr als einen Herzcontainer, sonst kann ich dich gleich dazu. Ah, sieht doch gut aus. So, hey, cool, du hast Cancer. Ich hab, bin ein Vampir, Baby. Yay, das sieht doch mal gut aus. Was guck, wir drück mal kurz auf Start und guck, ob du... Ja, da hast noch die Buttbombs dazu bekommen. Okay. Und eine aktive Seite machst du. Und der Holy Mantle als erste Seite, das ist cool. Das ist schon mal ein sehr guter Ansatz für einen Run. Ja. Jetzt kannst du in den Curse Room gehen, ohne Schaden zu nehmen. Ach, stimmt. Du hast Bomben. Ja, ich hab Bomben. Moment. Gescheit hinstellen und... Mist. Ich das eigentlich immerhin, so viel auf einmal zu erledigen. Ich krieg immer nur zwei auf einmal hin. Heute schaffe ich es auch alle zu erledigen, aber diesmal nicht. Na, das war gut. Das war aber klar. Na toll! Was hast du eigentlich für Stats? Die haben wir noch gar nicht angeschaut. Na, jetzt nicht besonders viel Speed, aber der ist gut. Durchschnitt da. Ja, aber... Durchschnitt meine ich. Das Gute ist, jetzt haben wir auf jeden Fall die negativen Sachen schon mal alle weg. Ja. Die einen wirklich nerven. Vergiss nicht, du kannst dieses Item benutzen. Ja, ich weiß. Um Gegner zu treffen. Verschwinde jetzt! Ja, das hat jetzt natürlich gebracht. Ich mag diese Seite, ich habe wenigstens von den aktiven Items. Weil das so random ist, viel zu random. Oh Mann, tut hier jetzt viel Blut. Da ist zu viel Blut im Spiel. That's what she said. Ja. Manchmal ist wirklich so viel Blut im Spiel. Ihr wisst, was ich meine. Nein, erklär's. Nö, das werde ich jetzt nicht erklären. Das dürft ihr euch jetzt alles selber denken. Okay, ich denke jetzt an Feen und Einhörner. Feen und Einhörner haben nichts mit Blut zu tun. In deiner Welt nicht. So, gut, dann. Wie bluten für dich denn Feen und Einhörner? Regenbögen. Ich hab gedacht, die kurzen Regenbögen. Ah, und schon ist dein Holy Mantle weg. Die Leute sind aber auch fies mit ihrem Gejage. Ja. Beste ist, sie nicht mehr anzugreifen, wenn sie auf dich zujagen. Ja. Weil man sonst sehr Probleme hat mit dem Ausweichen. Das Gute ist, dass wir so viele Tränen haben, dann Cancer. Also will man ja keinen Krebs, in diesem Spiel will man's. Ja. Sorry, dass ich gerade so wortkack bin. Ich hasse die Girlies, da muss ich mich mal so konzentrieren. Hey, diesmal hat sie keine Fliege gespawnt. Aber ich hab dir genug geredet. Genau. Hey! Cool, Damage up. Na, aber ich gehe davon aus, dass wir, da wir jetzt die negativen Pillen so schön weg haben, dass das auch dann entsprechend wir dann nur noch gute Pillen bekommen. Träum weiter. Hey, das Einzige, was wir jetzt noch kriegen können, ist Tears Down. Dann haben wir wirklich alle durch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den Zeller freigeschaltet haben. Was nehmen wir die ganze Zeit das Basement? Eigentlich gefällt es mir. Ich mag das Basement eh lieber vom Design oder allem. Zeller hat allerdings die coolere Musik. Ja. Schön, da ist schon der Dings-Schatzraum. Und? Hier ist eigentlich mal aufgeladen. Schön, ein Begleiter. Der kann wichtig werden. Jetzt sind wir die, wissen wir, wie die Vaginas mit Parasiten. Ja. Nur, dass wir den Chubby nicht im Bauch haben. Ha. Das war genauso geplant. So, Achtung. Und? Ich bin ganz weit weg. Bombe. Ha, uah, ich musste hier alles zugasen. Ich kann kaum atmen. Irgendwie wusste ich jetzt, dass du diesen Witz bringst. Cool, nice, nice. Guppy-Item. Also, dieser Run wird besser. Ja, als der letzte, der war so langweilig. Richtig. Wie gesagt, da machen diesen negativen Pillen, die wir am Anfang hatten, nix aus. Allerdings. Aber trotzdem hätte ich gern Speed auch als nächstes. Ich mag es nicht, langsam zu sein. Langsam und wenig Tränenrate ist für mich das Schlimmste. Hoffentlich ist das ein Joker. Ah, toll. Willst du ihn holen? Ah. Na gut, ich kann ja eh einmal riskieren, verletzt zu werden. Nee, tatsächlich, aber ich bin trotzdem ja, ich weiß. Weil der Teufel wird ja wahrscheinlich auftauchen. Einer von den beiden Räumen ist ein besonderer Raum zum Aufmachen. Ja, aber welcher? Wenn wir immer noch nach dem Signalum suchen? Ja, ja, ich würde sagen, ich probiere es mal hier zu finden. Wenn der hier ist, dann kann ich da auf jeden Fall in diesen Raum. Nee, hier kann er nicht sein. Dann kann er noch hier sein. Hier drüben, oben, da ist es sinnvoll. Ja, da wäre es sinnvoll. Und. Hallo.
Eine Truhe. Mit Münzen. Ui. Und die Münzen sind überall und ich kann sie nicht sammeln. Komm und hol sie dir. So, also ich will das sehen. Wir machen einen Raum auf, welchen? Ich würde sagen, mach den, weil auch der weiter weg ist. Also der hier oben? Ja. Uff. Das war knapp. Aber wenn du den Moliment lässt, das ist der Schupp. Okay. Willst du die Pille kaufen? Ja, da kaufe ich jetzt die Pille. Warte mal, vielleicht. Ne, die hatten wir noch nicht, oder? Ja! Das war dann aber die Health-Down-Pille vom letzten Mal, weil es wurde bereits gezeigt, was sie ist. Genau, richtig. Und sie ist Health-Up, weil du nur noch einen Herzcontainer hattest. Ah, jetzt verstehe ich. Also, wenn wir die wiedersehen, ist sie wieder Health-Down. Okay. Weil das Spiel ist so fair und bringt dich nicht um mit sowas. Finde ich gut. Das heißt, wir sind wieder bei Stufe 1. Hey, warte mal. Willst du die Bibliothek jetzt trotzdem öffnen? Nee. Da hinten ist ein Herz, das wollte ich mir holen. Ach so. Also die Bibliothek wäre eigentlich keine schlechte Idee. Nur besser als Holy by Design. Wir haben große Chancen, in der nächsten Ebene Schlüssel zu finden. Ja, na dann. Eine Bibel und ein Book of Sin. Ich würde sagen, nimm das Book of Sin auf jeden Fall mal mit und benutze es zweimal, weil hier ja ein Dings ist. Genau, richtig. So. Und nochmal. So, jetzt entscheide ich, welches Buch du mitnimmst. Ich nehme die auch, ich nehme das auch mit, ich mag das. Okay. Du willst den Item Generator halt. Übrigens, gib mir mal das jetzt zurück, Claudia, ein blaues. Okay. So. Gut, na dann. Wir sind hier fertig, also ab zum Boss. Nur Dingel. Ein Dingelchen. Ich mag übrigens die Frisur, die dein Eben heute hat. Oh, voll die Sturmfrisur. Ah, das bleibt zu dir. Dingel kann man immer am besten angreifen, wenn er lächelt und keucht. Ansonsten lässt man es besser. Wow. Jetzt reicht's und aber. Wieder! Aha. Ah, toll, mein Holy Mantle verloren. Yes. Und? Ui. Page 2. Die nehmen wir, oder? Wenn du willst. Ja, die nehmen wir. So. Zahlen. Ja, also dieser Run gefällt mir. Ich will doch nur geliebt werden. Aber deine Mutter will dich nicht lieben, Junge. Das ist jetzt aber gerade die Challenge-Rooms und so. Ja. Irgendwie habe ich eben gedacht, dass wir wieder die Laser haben müssen vom letzten Run. Achtung. Irgendwie finde ich schade, dass wir noch keine Spezialtränen haben. Och, das war dämlich von mir. Du bist immer dämlich. Sorry. Was? Ich bin nicht immer dämlich. Aber leider viel zu oft. Seht ihr, sie gibt's zu. Sie gibt's zu. Ich hab nichts gesagt. Yay, yeah, hast du gut gemacht. Schön, wir haben den Schatzraum gefunden. Hoffentlich ein Spezialdrehen. Ich will Spezialdrehen haben. Schön. Nice, nice. Oh, wir haben einen kleinen Scapegoat. Ja, der Punching Bag. Ist das eigentlich Scapegoat, sowas wie Köder? Ja. Und öffnen. Das passt gut zu Guppy's Tail. Oh, perfekt. Hier tut mir wie immer leid, der Kleine. Oh nein. Oh, sie sind gleich alle am Brennen. Egal. Wir sind relativ stark gerade. Ja, wir haben jetzt schon ganz schön viel Power. Ja. Weil wir auch sehr viele Tränen haben. Was machst du denn? Du sollst dich immer vorstürmen. Ich bin Spieler 1. Ich weiß. Du musst auf mich warten. Ich hab gedacht, dass du jetzt gleich vorgehst und war ein bisschen zu... So, da war eine Bombe. Schwierig. Also was für Bombe. Ah, da. Und öffnen. Und mehr Bomben. Nice, nice, nice. Ich könnte mal ein paar Schlüssel gebrauchen. Richtig. So, hier könnte was sein. Gehen wir gleich mal nach, kontrollieren es. Yep, hier könnte ich sein. Steh auf. Steh auf. Wenn du am Boden liegst. Bist wieder getroffen worden. Ich weiß. Aber wir haben den Holy Mantle, deswegen ist das nicht schlimm. So, Achtung, setz die Bombe. Und. Setting the Bomb, was? Boing. Also irgendwie Bomben. Diesmal sind es Bomben. Ja. So, und jetzt gehen wir gleich in den Dings rein. Ich bleib hier. Perfekt. Kannst du auch gebrauchen.
Also ich muss ganz genau, ich muss perfekt austarieren. So, jetzt. Ich guck jetzt mal genau, wie die Bombe liegt. Na, es kommt wieder nicht klappen, nee. Na doch, oh. Alle. Noch mehr Bomben. So, dann wieder raus. Jetzt geht's wohl nach oben. Jupp. So, ich mach die Wand spinnen. Das war knapp. Das gibt's doch nicht, wir könnten mal Schlüssel brauchen. Allerdings. Ja, wir haben halt Guppy's Tail, deswegen gibt's jetzt viele Truhen, in die man Schlüssel. Hm. Bad Gas mal wieder. Neutral. Gut gemacht. Eine Karte. Wieder auf Fortune. Würde ich aufstellen. Turn, turn, turn. Tell us the lesson that we should learn. Gut, dann stellen wir es auf. Und spielen ein bisschen, aber was? Nee. Erstmal in den Shop rein, okay. Bevor ich hier spiele. Wer weiß, ob es da nicht was gibt. Stimmt. Könnt du dich um die Wand spinnen? Ich mach die Spinne. Ich bin dabei. Ich bin ja Vampir-Baby. Toll, wenn da mal ein paar Items drin wären in der goldenen. Tja. Nee, das Char nehme ich nicht. Aber den Schlüssel würde ich kaufen. Yep, ich nehme den Schlüssel und das andere die Batterie, wenn ich noch einmal machen konnte. Benutzt hatte. Genau. Aber spiel noch viermal. Also bis auf 10 Münzen, ja? Ja, also aufpassen. So, die tun einem nicht weh. Okay. Na toll. Der Boss und Champions. Also 3 nur einer. Oh. Du bist getroffen. Ich weiß. Wieder nicht aufgepasst hast. So. Machen wir zuerst den Boss, damit wir dann die Dings nehmen können. Gut. Gertie Folks. Interessant, wir hatten zuerst die Gürkens, jetzt kommt Gertie Junior, wenn dann als nächstes Gertie kommt. Dann haben wir hier ein Muster. Auf mich abgesehen gerade. So. Ich bin fix. Wir können den Joker benutzen. Yep, aber zuerst. So, einmal das, okay. Jetzt den Joker. Cool, Spirit of the Night. Ah, da sind all meine Herzen weg. Also für Spirit of the Night wäre es mir wert. Hast du eigentlich recht. Ja, warum nicht? Total trainieren. Jetzt kannst du auffliegen. Yay. Oh, mach deine Frisur. Sieht das genial aus. So, jetzt holen wir uns noch einmal den da. Und das war's dann. Dann gehen wir raus und springen vor den Automaten. Okay. Wieder! Gib uns keine roten Herzen mehr. So, wir haben alles erledigt. Ja, aber so. Das heißt, wir springen jetzt, wie gesagt, den Automaten und dann nehmen wir ein paar Felsen mit dabei. Eine Pille. Speed cool. Up! Hey, siehst du, jetzt kommen die Positiven. Ja. Gut, na dann. Ab in die Caves 2 oder in die Catacombs 2. Ich glaube, in die Catacombs. Ja. Ich mach die Geräusche. Ja, ich hab's gehört. Ach ja, morgen ist übrigens der Star Wars Tag. Der 4. Mai. Wenn ihr jetzt sagt, hey, warum ist dann der Star Wars Tag, spricht das Datum mal auf Englisch aus. Oder guckt euch Big Bang Theory an, hättet ihr das auch gelernt. Ja. Achtung. Keine Pilze sprengen diesmal? Noch nicht. Kann ich mich auch verstecken? Ja. Hey, endlich mal. Aber jetzt haben wir keine roten. Oh toll, ist denn schon ein Chill Game in der da. Supi. Irgendwie kriegen wir immer nur das, was wir nicht benötigen. Schade. Ach, wie schön einfach, wie die jetzt machen können. Ja. Fliegen ist toll, stimmt's. Spektraltränen auch. Oh, was haben wir da? Noch ein Joker? Cool! Hey. Perfekt. Hält's ab! Ja, dann nutz es. Aber dann würde ich jetzt warten, bis du zum Teufel gehst. Weil er jetzt wieder Herzcontainer. Verdammt. Ah, stimmt. Verdammt. Hätte ich vielleicht vorher überlegen sollen. Oh, oh. Ich gehe von der anderen Seite, damit ich die Bomben schon legen kann. Ist, nee, das ist nicht. Also jetzt. Verdammt! Aber immer noch so 2. Und wir haben 10 Bomben, was ja dann auch hochspringen. Ja. Jetzt haben wir noch 9 Bomben. Schön. So,
Na dann, raus hier. Jo. Ich wünsche dich dein Rudimental vollkommen ungeschadet da lang. Ich liebe Rudimental, aber... Er ist eigentlich fast schon ein bisschen zu stark, aber er ist für einen bestimmten Charakter wirklich wichtig. Ich bin nicht froh, dass er da ist. Das wollte ich gerade auch sagen. Ey, jetzt haben wir... Wow. Mal, ich will endlich mal 3 Herzen. Nein, nein. Kriegst du nicht. No, warum? Schlechte Spieler kriegen keine Herzen. Aber ich bin doch ein Vampir. That gas, nee. Und mehr Münzen. Und dann was für den Tun. Na dann. Eine goldene Truhe. Ciao. Champion, ciao. Ja. Wer ist für die Kleinen? Also ich versuche mich gerade um die Kleinen zu kümmern. Shit. Die war schneller als ich dachte. Ich habe nur meine Aufladung verloren. Na, warten wir's ab. So als wenn du jetzt da stehen bleibst. Ach so, stimmt, ich hab's doch gesagt. Aber er hat mir nicht wehgetan. Verdammt, meine Aufladung. Ich bin auch getroffen worden. Ach Mist. Zange. Ich hasse die Augen. Die Augen sind das größte Problem. Ja, es muss nicht doch wieder Champion sein. Was machst du denn? Die Augen sind das größte Problem, hast du gesagt. Die Augen waren eben beide da und ich konnte überhaupt nicht ausweichen. So. Was ist das? Nochmal Joker. Das gibt's ja nicht. Na, da gehe ich einfach... Oh, perfekt. Nimm das mit. Auch wenn Cancer echt toll ist, aber wir kriegen jetzt so viele Truhen. Lass uns erstmal noch Cancer behalten, okay? Okay. Und dann zurückkommen, wenn wir irgendwelche Truhen haben. So, aber ich habe jetzt zweimal Joker. Das heißt, es wird sich trotzdem nicht... Trotzdem, ich werde noch die Ebene durchgehen, ob du nicht noch irgendwo ein HP abfindest. Vielleicht beim Boss. Weil der vorher bietet Brimstone an und kannst es nicht kaufen. Also ich glaube nicht, dass ich hier noch irgendwo ein HP abkriege. Aber vergiss nicht, das stimmt, ich könnte jetzt... Lass die Truhen erstmal liegen. Ja. Und auch die... warte nee, mal, den Schatz musst du. Der ja. Master of Picking funktioniert nur für Uchtenkeit und Mendel. So, das wird... Ja. Jetzt können wir jetzt mit Bomben heilen. Gut zu wissen. Vielleicht hoffen sie sich ein Seelenherz. Ach, es ist schön, sich in die Ecke zurückziehen zu können. Ja. So. So, da kann ich nicht rein. Ja, weil im Moment fehlt der Schlüssel. Da ist einer. Oh, oh. Wir können einfach jetzt in ihrer Nähe sein. Ach stimmt, wir können ja in ihrer Nähe sein. Pyromaniac ist toll. Pyromaniac. Echt, wieso spricht mir das jetzt nicht Pyro aus? Oder Pyromaniac, ja, kann auch sein. So. Genau, wir haben einen Schlüssel, also rein da. Broken Watch. Naja, die Broken Watch, die ist, kann auch ein Doppel... Aber die ist meistens gut. Ja, sie kann den Raum verschnellern oder verlangsamen. So, wir nehmen mal... Ich will nur den Schlüssel, wir haben genug Bomben. Okay. So, jetzt holen wir uns Dings. So, jetzt will ich aber vor allem mal sehen, wie schnell schießen wir denn ohne. Wenn ich nicht allzu schnell. Geht eigentlich. Ah, es geht. Okay, dann behalten wir das. So. Und jetzt hole ich ihn einfach, den Joker, okay. Weil wir werden ja so oder so. Vielleicht ist es ja Krampus. So, Die Dead Cat. Hey, das wird sogar gerade lohnen. Ja, im Moment lohnt sich's echt. Also, holen. Dann kauf sie. Win-win. Ja. Zweiten Joker mit. So. Die Truhen, die noch da sind, öffnen. Wir haben ja nur noch die einen Truhen gehabt, richtig? Genau. Ja, 2 Stück waren es noch. So, ich könnte sogar ein paar Mal Dings spielen. Weißt schon, Dingskirchen. In der Blutbank? Ja. Wenn du es willst, dann sollten wir uns irgendwas ausdenken, dass es nicht zu langweilig wird. Ja. Wäre es mit einem guten Thema. Jetzt kannst du übrigens 3 Herzen holen, wenn du willst. Endlich mal. Verdammt, oh nee, ist das mir. Ach, nee, es war schlecht. Egal. Wieso? Was hab ich dir denn geklaut? Also, du bist verschwunden, hattest 2 Herzen. Ich hatte nur, mir hatte nur ein blaues gefehlt für ganz. Ach so, ja. Verstehst du? Das aber ist das hast du mir gesagt, du sollst tun. Ja, ich weiß, deswegen ist mir zu spät eingefallen. Also, erstmal kurz Warenbestand gucken. Also, ein Herz, 2 Herzen, 3. Und da unten ist ein. Also, 2,5. Ja, aber es bringt ja eh nichts. Ich muss eh immer bei jedem. Ja, ich gehen. Weiß, deswegen. Also, 4 insgesamt. Also, viermal spielen. Wir müssen was ausdenken, worüber wir reden können währenddessen. Was fällt dir denn so spontan ein? Bäume. Warum gerade Bäume?
Bäume sind cool. Wir brauchen sie zum Leben und sie sind uns dankbar, egal wie mies wir sie behandeln. Okay, was ist denn dein Lieblingsbaum? Die Eiche. Ist das so, weil du keinen anderen Baum kennst? Ist das wirklich so? Zum einen und zum anderen aber auch, weil ich damals auf die Eiche-Grundschule gegangen bin. Grundschule hieß, wie hießen die? Ich glaube einfach nur Hauptgrundschule Westhofen, dort, in die ich damals gegangen bin. Ich habe nicht wirklich einen Lieblingsbaum, weil, naja, ich kenne nicht viele. Aber ich kenne, glaube ich, mehr als du, wenn du nur die Eiche kennst. Nein, das war nur Spaß. Es gibt zum Beispiel noch die Fichte und die Tanne und die Pinie. Yep. Und die Birke. Die Birke habe ich immer gemocht wegen diesen weißen Rinden, die genau. Die haben. Genau. Und die Trauerweide. Und den Ahorn gibt's. Der Ahorn hat coole Blätter. Ja, yep, der Ahorn hat die coolsten Blätter. So, noch einmal und gleich haben wir es geschafft. Dann, ja, sonst noch irgendwas zu Bäumen. Tannenbäume sind immer schön anzusehen, die duften gut, aber wenn sie als Weihnachtsbaum missbraucht werden, echte, dann die kennt Nadeln. Das jeder. Die Nadeln. Ja. Und wie? Und wenn man Katzen hat, fangen sie an, damit rumzuspielen. Wieso ist eigentlich gerade unser Holy Mantle nicht mehr da? Der ist doch da. Ah, wieso, Den habe ich aber jetzt... Ach so, das ist, weil du der Geist bist. Wenn du ein Geist bist, wird dein Holy Mantle nur noch als dieses Lichtding angezeigt. Mir geht's eher darum, wieso kann ich jetzt, wieso kann ich nicht zweimal spielen? Die Blutbank setzt den Holy Mantle außer Kraft. Ah, okay. Gut. Macht Sinn. Sonst könnten wir einfach immer raus und reingehen. Na gut, okay, das war's. Also, dann werde ich mal hier ein bisschen spenden. Gute Idee. Wie viel spenden wir denn? Hm. 100? Warum nicht? Sind wir denn noch 6 Stück? Du musst dich vorher stecken vier, bleiben. 5, 6. Ha! So, sehr schön. Ein Item mehr am Store. Nice, nice. So. Gut, wir haben irgendwie das Thema mit Bäumen totgeschlagen. Also, es war irgendwie nicht wirklich ein gutes Thema für uns. Ja. Aber wir haben das Beste daraus gemacht. Richtig. Und der Regen hat aufgehört. Es hat geregnet? Ja. Achso, stimmt, ich hab's vorhin gehört. So, na dann. Ah, vielleicht noch einmal versuchen hier den super super uber duper. Der kann entweder hier sein ja. Oder dort. Achtung, ich probiere es hier zuerst. Ich muss dir wieder alles zupisten. Und hier. Okay. Ja, schade. Mega Fetti. Fetti McFettfett. Ich hab das Gefühl, das kenne ich irgendwoher. Fetti McFettfett. Fett meine ich aus einer Serie, Film. Kannst du mir auf die Sprünge helfen? Auf zu kacken hier. Kackt und kackt und kackt. Ja, vor allem, es hört sich immer an, als ob er, als ob er nicht besonders gut geht, wenn er diese Fußgeräusche macht. Achtung! Er hat's noch. Sehr schön. Gut ausgewichen. Was ist wohl in dem Raum drin? Wir waren doch schon dort. Hallo? Achso, ich habe wieder voll Energie, deswegen. Verdammt, jetzt. Okay, hätte ich ja nicht wissen können. Hä? Ich verstehe. Dass ich gerade ein extra Herz gekriegt habe vom Boss. So. Gut. Okay, dann. Wir haben noch 2 Minuten circa für den Part. Na dann, nächste Ebene. Okay, fangen wir sie schon mal an. Richtig. Du sagst dann Stopp! Ich halte. Stoppe, ja. Stoppe. Oder Stoppe. Japaner und die Englisch, die haben so viele Wörter aus dem Englischen übernommen, das finde ich witzig. Hey! Bomben, cool. Bomben, da musst du dich nicht mal durchbomben. Ah. Hey, das ist nix Felsen. Yep, 10. Guck mal, der Scapegoat, wie er da steht. Der arme Kerl. Hopp. Oh. Okay. Lass uns noch in den Curse Room gehen. Hm? Genau, da gehen wir auch rein. Entschuldigung. Nein! Und. Ach, ne? Und. Das raus mit ja uns im Part beenden. Ja, raus mit uns im Part beenden. Also dann, mit diesem wunderschönen Grinsen, wie es nur ein Isaac machen könnte. Ein pyromanischer Isaac. Verabschieden wir uns also. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt uns doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis denne.